So, herzlich willkommen live im Elfer. Heute zu Gast beim Schwabensocker Talk ist der Michael Funk. Derzeit führender in der Torschützenliste der Kreisklasse Eichach. Er spielt für den SC Grisbecker Zell. Michi, herzlich willkommen hier im Elfer. Ja, Michi, wir werden dich heute mal unserem großen Publikum ein bisschen vorstellen. Viele kennen dich aber auch nicht. Wirst jetzt 21 Jahre jung, sage ich mal, und führst derzeit die Tabellen-Torschützenliste an mit bereits 24 Treffern nach 13 Spielen. Für einen 21-Jährigen natürlich schon große Leistung. Michi, erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und warum eigentlich Stürmer? Das ging bei mir schon ziemlich früh los, mit 4 Jahren damals, bei der TSG Augsburg. Zum Fußball gekommen bin ich eigentlich durch meinen Vater, weil der hat mich früher dann praktisch mitgeschliffen zum Fußball und habe dann auch viele Jahre bei der TSG in der Jugend bei ihm oder unter seiner Leitung gespielt. Und er war früher selber Stürmer und ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Familie, dass das so weitergeht. Ja, du sprichst das an, Michi, in der Familie. Du bist ja auch verwandt mit dem Mann in Roos. Viele kennen den Mann in Roos. Es war ein legendärer Stürmer aus den 80ern in der Bayernliga für die TSG Augsburg. Da war allerdings die Bayernliga noch die dritte Liga in Deutschland. Und wer hat dich denn eigentlich mehr geprägt? So dein Vater als Trainer oder ist da der Mann auch irgendwann dazukommen und hat da Tipps gegeben? Also ich würde jetzt mal sagen, in der Jugend war es auf jeden Fall mein Vater. Weil wie gesagt, der Mann hat das selber noch gespielt. Und hatte da also nicht die Zeit, sich irgendwie um die Familie fußballerisch zu kümmern, würde ich jetzt mal sagen. Dann, wo ich dann eben rausgekommen bin, bei Grisbecker Zell dann später, dann war es eben der Manne, der mich dann 2 Jahre da geprägt hat und der mir auch viel beigebracht hat. Und ja, das waren eigentlich so die 2 wichtigsten. Mhm. Wenn man sich deine Jugendstationen anschaut, Michi, TSG Augsburg, FC Augsburg, der FC Königsbrunn, dann ist dieser Schritt in die Kreisklasse SC Grisbecker Zell, das war deine erste aktiven Station, die ist dann doch ein bisschen verwunderlich. Wie kam es denn zu dem Wechsel gerade nach Grisbecker Zell? Ja, also man muss dazu sagen, ich war nach Königsbrunn nochmal bei TSG. Mhm. In der B1 war das damals. Und habe dann in der A-Jugend auch noch ein Jahr bei TSG gespielt. Und der Manni kam daneben und hat gesagt, ja, wie schaut's aus? Wir bräuchten nur einen Stürmer bei Grisbecker Zell und ob ich Lust dazu hätte. Er hat dann auch gemeint, dass es eben für mich jetzt nicht mehr so viel bringen würde, wenn ich jetzt noch ein Jahr in der Jugend spiele. Also bin ich dann gleich mit ihm nach Grisbecker Zell und habe dann als Jugendspieler damals noch in der ersten Mannschaft bei Grisbecker Zell gespielt. War dann zwar leider ziemlich lang verletzt, aber das war eben ausschlaggebend dafür, dass ich nach Grisbecker Zell gekommen bin. Also der Mann, der mich da mitgenommen hat praktisch. Du warst ja, glaube ich, in deiner ersten Saison auch schon Torschützenkönig. Dann kam der Wechsel zum FC Affing in die Landesliga. Da sei der Vizemeister geworden, knapp am Bayernliga-Aufstieg vorbeigeschrammt. Und dann doch überraschend kam wieder dein Wechsel zurück zu Grisbecker Zell. Warum kam der Wechsel? Also zuerst muss ich noch sagen, das war im 2. Jahr bei Grisbecker Zell. Im 1. Jahr war das in der A-Klasse. Da ist der Kinzelbach die Torschützenkönig geworden. Mhm. Der ist dann in dem Jahr danach gleich zu Affing gegangen. Mhm. Und dann habe ich eben nur ein Jahr in der Kreisklasse dann damals gespielt bei Grisbecker Zell, bis dann das Angebot kam bei Affing. Und da habe ich dann letztes Jahr gespielt. Und ja, habe natürlich 3 nicht unwesentlich schlechte Spieler vor mir gehabt. Im Kinzelbasch eben mit dem Lemmer Patrick und mit dem Raffler Dani. Manu Steiner kam dann auch noch dazu. Da waren wir schon 5 an der Zahl und jetzt in diesem Jahr sind dann noch praktisch 3 Stück dazugekommen. Der Surauer, der Garg und der Luki. Und ja, es waren mir dann einfach zu viele Stürmer, gegen die ich mich hätte durchsetzen müssen. Und deshalb kam dann auch das Angebot von Zell, auch in der Winterpause damals schon, und habe das dann wahrgenommen. Man muss dazu sagen, Sebastian Kinzel, Patrick Lemmer, Daniel Raffler sind allesamt Stürmer, die letztes Jahr Probetrainings hatten im Profibereich. Daniel Raffler kam aus Eindlingen. Ist natürlich für einen jungen Stürmer wie dich, Michi, enorm schwierig, sich da durchzusetzen, zumal du ja auch verletzt warst unter der Saison und dann natürlich nicht die großen Einsatzzeiten hattest.
Aber gab es eigentlich nicht dann die Möglichkeit, vielleicht dann bloß eine Liga tiefer zu gehen, BOL? Hattest du Angebote? Ja, die Angebote gab es schon von ein paar Vereinen, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt dann wechsle, dann gehe ich gleich wieder zum Verein zurück, wo ich mich auskenne, wo ich die Liga einigermaßen noch kenne und wo ich mir dachte, ja, da kann ich gleich wieder gut einsteigen und das vielleicht eine erfolgreiche Saison wird. Und jetzt läuft es eigentlich noch nicht so.